Hallo, den AEG-Akku-Handstaubsauger habe ich mir zusätzlich zu meinem normalen Staubsauger zugelegt. Ob so ein Gerät überhaupt Sinn macht, sollte man sich schon vor der Anschaffung überlegen. Denn im Normalfall reicht ein normaler Staubsauger in Kombination mit einem Besen und einem Kehrblech eigentlich vollkommen aus. Ich habe den AEG-Akku-Handstaubsauger selber bezahlt, hier ist nichts gesponsert. Der für so ein Handgerät doch recht hohe Preis scheint aber marktüblich zu sein. Wenn man nach etwas Qualität Ausschau hält, dann trennt sich im Netz schnell die Spreu vom Weizen. Auch hier gilt, wer billig kauft, der kauft allzu oft zweimal. Darum habe ich mir das Gerät überhaupt zugelegt. Wie man sehen kann, bin ich Hundehalter und so ein Hund wie der dicke Mausebär machen nun mal Dreck. Das nicht mal mit Absicht, Schulterhöhe fast 50 cm, ein Gewicht von fast 50 Kilo. Er kann sich auch nicht unsichtbar machen. Wen das wirklich stört, der schafft sich besser keinen Hund an. Ist ganz einfach. Nur am 23.09. musste ich mir so langsam mal was überlegen. An dem Tag habe ich mir dieses Objektiv gekauft, zu Hause ausgepackt, schnell noch einen Kaffee gemacht. Das Objektiv stand keine 10 Minuten auf dem Tisch und schon Hundehaare drauf. Der Hund war nicht mal in der Nähe. Wobei die Haare nicht mal das Schlimmste sind. Wenn das Wetter gut ist, wälzt der Dicke sich draußen überall und schleppt den Dreck in seinem Fell dann schön in die Wohnung. Und da musste jetzt mal was passieren. Man kann nicht ständig den normalen Bodenstaubsauger rausholen, es nervt einfach. Ich möchte jetzt nicht Objektive und so weiter absaugen. Wenn da was drauf ist, dann ist es eigentlich schon zu spät. Der Akku-Handstaubsauger steht neben der Couch. Fällt mir was auf, beseitige ich es in Zukunft schnell und unkompliziert. Das Objektiv war auch nur der Auslöser. PlayStation, Xbox, Laptop, PC und so weiter das Gleiche. Es nervt einfach und tut den Geräten auch nicht gut. Schauen wir uns das Teil mal etwas näher an. Das Unterteil ist auch gleichzeitig die Ladeschale, die man auch an die Wand hängen kann. Und sie lässt sich in der Neigung etwas verstellen. Dazu gehört noch ein kleiner Bürstenaufsatz. Ein Schalter gibt es hier nicht. So steht das Gerät jetzt neben meiner Couch und ist dann immer einsatzbereit. Auf einem Teleshopping-Kanal würde ich jetzt sicher eine Reihe Erbsen aufsaugen. Nur das bekommt man auch mit einem Kehrblech gut erledigt. Da erwarte ich schon ein wenig mehr. Ich verteile hier mal Dreck aus dem Bodenstaubsaugerbehälter. Die Unterlage kommt meinem Parkettboden schon sehr nah.
Jetzt entleeren wir das Gerät mal schnell. Das hier ist gut gelöst. Der Feinstaubfilter ist mit einem Federmechanismus gekoppelt, erleichtert die Reinigung sehr. Der Zusammenbau ist genauso simpel. Man kann die Teile auch mal unter einem Wasserhahn abspülen. Jetzt das Ganze nochmal, aber auf einer Fußmatte, die soll ja eigentlich den Dreck festhalten. Ich denke, nur ein Holzboden oder Fliesen schaffen auch günstigere Geräte.
So, ich bin mit dem Ergebnis eigentlich soweit zufrieden. Ist die Arbeit erledigt, geht das Gerät auf die Ladestation. Der Staubbehälter fasst 500 Milliliter, muss nicht nach jeder kleinen Arbeit geleert werden. Hier sieht man den Ladezustand. 30 Minuten kommt wohl hin. Kritik habe ich auch, denn möchte man den doch recht guten Akku-Handstaubsauger überall einsetzen, zum Beispiel auch im Auto oder an einem Regal oder unter dem Sofa, kommt man um weiteres Zubehör nicht herum. Ich habe mir dieses Set bestellt. Wenn es da ist und ich es ein paar Tage getestet habe, werde ich dazu auch noch ein Video machen. Ob ich mir noch eines der anderen Sets kaufen werde, weiß ich noch nicht. Ich denke, die Tierhaarbürste wird am Ende nicht mehr leisten wie die Polsterdüse. Mich stört nur der Preis. 10 bis 15 Euro für das Set hätten auch gereicht. Über 25 Euro finde ich doch ein wenig teuer. Wer zufällig Erfahrungen mit den anderen Sets hat, schreibt mir doch bitte eure Erfahrungen und Meinung in die Kommentare. Die Tierhaardüse würde mich besonders interessieren. Ich hoffe mal, das Video hat gefallen. Abo und so weiter wäre nett. Und ich sage dann mal bis dann, ne? Tschüss!